Hallo, ich bin's, der Flo und der Colin von den Smoke Brothers. So, heute nochmal das zweite Video zu unserer Serie Was ist eine Shisha? Heute geht es speziell erstmal nur um die Köpfe, dann um die verschiedenen Kohlearten, sagen wir jetzt mal, und wie ihr am besten oder das schönste Rauchvergnügen habt. Ich fange einmal ganz einfach an. Das hier ist ein ganz normaler Tonkopf. Das, was wahrscheinlich jeder von euch bei einer Shisha kennen wird, das ist auch bei den meisten Shishas dabei, die ihr bestellt. Außer ihr habt natürlich schon ein bisschen hochwertigere. Tonkopf wird einfach mit der Dichtung hier oben drauf gesteckt. So, dann kommt unser guter Kamin oben drauf, dem ihr natürlich den Tabak eingefüllt habt. Und Blech und die drei Kohlen. So, die legt ihr einfach hier oben drauf und schon passt das. Erstmal zu dem ganz normalen Tonkopf. Könnt ihr den Tabak ganz normal reinschmeißen oder ihr könnt es auch, so provisorisch, könnt ihr auch einfach ein Sieb dazwischen legen. Ist immer ganz schön, um ein bisschen Tabak zu sparen. Und der Tabak wird natürlich auch noch so ein bisschen von unten erhitzt. Das heißt, ihr könnt insgesamt mehr Tabak verbrauchen, als wenn ihr jetzt nur das Zeug reinschmeißen würdet. Tonkopf ist die billigste Variante. Fängt schon im Cent-Bereich an, dass ihr euch so Dinger bestellen könnt. Ist aber natürlich auch die beschissenste Variante, sagen wir mal. Ja, sagen wir mal so die Anfängervariante. Genau. Es macht auf jeden Fall Rauch. Es macht auch ganz guten Rauch, wenn ihr schön Tabak, schön heiße Kohlen habt. Aber wenn ihr wirklich sagt, ihr braucht jetzt richtig Bums, dann kommen wir gleich dazu. Also, warum das auch so ist, der Tonkopf hat nicht so eine besondere Hitzeverteilung, beziehungsweise kann die Hitze nicht so besonders halten, wie die Köpfe, zu denen wir gleich kommen. Das liegt auch vor allem an der Art, weil dieser Ton, das ist meist relativ billiger Ton, jetzt nicht hochwertig ist und dadurch nicht so viel Hitze speichern kann. Deswegen sind diese Tonköpfe immer schon bei den Pfeifen dabei. Wie gesagt, die fangen im Cent-Bereich an, dass du die kaufen kannst. Ja, so. Das ist eigentlich eine Qualitätssache. Eine Nummer höher kommen wir zu unseren Steinköpfen. Auch natürlich mit Kaminaufsatz. Geht der Kamin auch ganz mal oben drauf. Selbst Prinzip, legt die Kohlen drauf. Alles wunderbar. Geht natürlich genauso mit Sieb zu rauchen. Zack, mache ich auch am liebsten so im Sieb. Hier haben wir einmal ein KS-Apo. Von der Rauchentwicklung würde ich sagen, ist schon einer der besten Steinköpfe, die ihr so haben könnt. Natürlich kommen da andere Steinköpfe auch ganz gut dran. Wie gesagt schon, jetzt sind es keine Tonköpfe mehr, es sind Steinköpfe, die sind meistens aus einem Stück Naturstein gemacht, können die Hitze an sich viel besser speichern. Das Material ist viel dichter als bei dem Ton. Wenn ihr auch den Ton seht, der ist schon relativ grobkörnig. Hier könnt ihr noch so ein paar Maserungen sehen. Von den kleinen Tonpartikeln ist beim Steinkopf nicht mehr so. Der ist massiv, kann hier zu speichern und hat dadurch natürlich ein viel besseres Rauchvolumen. Nein, es gibt natürlich auch noch Stein-Ton-Gemische. Das sind quasi so eine Zwischenstufe quasi zwischen dem Tonkopf und dem Steinkopf. Und was wir noch haben, Entschuldigung, wenn ich das jetzt wegnehmen sollte, aber wir haben noch eine One Smoke. Da erzählt wahrscheinlich Flo gleich noch ein bisschen mehr drüber. Die würde zum Beispiel aber auch ganz normal auf unseren Steinkopf oder beziehungsweise auch auf den Tonkopf drauf passen. So, jetzt übergebe ich aber das Wort hier an meinen Kollegen. Dann gibt es quasi noch die zweite größere Gruppierung der Köpfe. Das sind die sogenannten Funnelköpfe. Da gibt es natürlich erstmal den bekanntesten. Das ist der Oplaco M. Den gibt es auch noch in der S- und einer L-Version und in einer Killer Bowl. Das sind quasi die Größen von denen. Da ist quasi das Tabakdepot, was wir hier drin haben, ein bisschen größer. Wie funktioniert eigentlich so ein Funnel? Man hat beim Funnel im Gegensatz zu dem Tonkopf nur ein Loch, was sich in der Mitte befindet. Und der Tabak liegt quasi nicht auf diesem Loch drauf, wie er halt in den Steinköpfen oder Tonköpfen liegt, sondern er liegt um das Loch drumherum. Dadurch musst du heiße Luft, die du ansaugst, erstmal durch die komplette Molasse durchziehen, bis sie dann am Loch ankommt. Ist bei den Tonköpfen auch so, aber hier hast du halt die maximale Ausbeute auch von Tabak, weil die Depots von der Höhe maximal ja, so groß sind in etwa. Und bei so einem Steinkopf hast du halt ein Depot, was meistens schon so groß ist. Genau. Dadurch kannst du den Tabak, den du aktiv rauchen willst, auch meistens nicht komplett verbrauchen. Die halten dadurch länger. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Hitze nicht bis unten hinkommt, ja, durch ein Sieb kann man dies umgehen, verbrauchst du bei so einem Steinkopf halt auch zwangsweise den Tabak nicht komplett. Es gibt natürlich nicht nur den Oplaco M als Funnel, sondern es gibt da alternativ noch den Hokain Lit Lip, den wir hier haben. Unterschied bei denen, das Funnelloch ist viel größer erstmal. Das Depot ist ja von der Größe her fast identisch, ein bisschen tiefer. Deswegen hat der Hokain wahrscheinlich auch einen bisschen höheren Tabakverbrauch, was wir sowieso bei den Funnels haben. Dadurch, dass wir halt relativ viel Tabak einbringen können und den auch aktiv rauchen können, haben wir halt auch meistens einen höheren Verbrauch als bei den Ton- und Steinköpfen. Dann gibt es noch Glasköpfe, das ist ein ähnliches Prinzip. Das ist jetzt einer von Kaya, der speziell
für diese One Smoke ist, also nicht speziell, aber diese Smokebox gab es dazu. Diese One Smoke Smokebox, ja, speziell jetzt ist das halt ein Glaskopf. Ja. Gibt es jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Naja, gut. Und dann gibt es halt noch andere Funnels, wie hier zum Beispiel, das ist ein Zephyr hier. Der ist auch nochmal ein bisschen anders, da ist quasi das Funnelloch oben zu und du hast nur an den Seiten ein paar Löcher, wo dann halt der Rauch durchkommt. Dann natürlich, wie raucht man denn sowas? Bei den Funnels hast du nicht die Möglichkeit, einen Kaminkopf aufzusetzen, weil dieser schlicht und ergreifend nicht passt. Die Funnels sind viel größer, also braucht man auch etwas größere Kaliber. Das sind die sogenannten Smokeboxen. Hier drüben sehen wir den Kalaut Lotus, das ist einer der bekanntesten, den kann ich jetzt leider nicht abnehmen. Der hat unten quasi noch ein paar Noppen dran, wodurch die Hitze quasi direkt in den Tabak reinzieht. Hier haben wir die Smokebox von AO, die ist unten flach und passt auch perfekt. Ich zeige es am besten mal mit dem Opel-Akku, da passt die nämlich am besten drauf. So sieht dann quasi das Setup aus. Wenn ihr es fertig habt, kommen dann natürlich noch Kohlen rein, dann gibt es meistens auch immer noch einen Deckel dazu. Und ja, wie funktioniert das erstmal? Man hat bei einer Smokebox seine Kohlen und an den Seiten hat man so kleine Schlitze. Könnte man jetzt auch gut durchsehen, theoretisch, dadurch, dass wir da hinten Licht haben. Da ziehst du quasi deine Luft durch. Sie wird durch den gesamten Tabak geleitet und kommt dann in der Mitte unten in deine Pfeife rein. Kohlemäßig raucht man den normalerweise auf zwei Kohlen und eine auf Kipp. Das heißt, eine auf die Hälfte gelegt zum Anrauchen. Wenn da dann angeraucht ist der Kopf und man merkt, jo, es wird schon ein bisschen stark, nimmt man normalerweise eine Kohle runter und raucht diese Smokebox aktiv mit zwei Kohlen. Jetzt denkt sich der eine, natürlich kann man die auch mit zwei Kohlen rauchen, spart man sich eine Kohle. Bei einer One Smoke spart man sich, glaube ich, die meiste Kohle, da passt nämlich nur eine Kohle ein. Dauert aber halt dementsprechend auch lange erstmal, ehe die Smokebox wirklich Hitze entwickelt. Ne? Ihr müsst ja verstehen, die Hitze kommt ja nicht durch die Luft von den Kohlen, sondern die Hitze wird ja von den Kohlen nur auf diese Smokebox übertragen und die Smokebox gibt die Hitze an die Molasse ab. Und heißt, die dauern halt auch erstmal kurz 2-3 Minuten, ehe die richtig heiß sind, dass dann richtig der Dampf kommt. Kurzer Zwischenwurf, und zwar zu den Kohlen, die wir reinmachen. Erstmal gibt es verschiedene Größen an Kohlen. Meistens geht es so von 27 bis 25 mm. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Smokebox raucht, hier zum Beispiel bei dem Kalaut, wäre es ganz sinnvoll, wenn ihr ein bisschen kleinere Kohlen nehmt, weil nicht zwei zwangsweise nebeneinander passen. Zum Beispiel zwei 27er müsst ihr schon ein bisschen kämpfen, dass die gut nebeneinander passen. Zwei 26er fluffig rein, zwei 25er eben genauso. Wichtig ist, wenn ihr Kohlen auswählt, dass die Kohlen relativ dicht gepresst sind. Wir haben schon verschiedenste Kohlen getestet und manche sind zum Beispiel nicht gut gepresst, die halten die Hitze nicht lange oder zerbrechen beim Abklopfen. Sowas ist dann eben nicht schön. Ich würde jetzt sagen, wir empfehlen die Black Coco und die Tom Coco Gold so, die ihr als Kohlen nehmen könnt. Ich sag mal, die Preisunterschiede liegen im Cent-Bereich und dafür habt ihr halt wirklich eine viel bessere Hitzeentwicklung, viel bessere Haltbarkeit der Kohlen. Hier auf Tom Coco ist so, dass sie nach locker einer Dreiviertelstunde kannst du die eigentlich das erste Mal abarschen, vor allem gerade wenn du auf dem Funnel rauchst. Das geht dann halt echt schon fit. So. Das war es soweit zu den Köpfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch unbedingt den ersten Part an, da erklären wir so ein bisschen was zu Pfeife, wie die aufgebaut ist, so Besonderheiten. Würden uns über ein Like und ein Abo freuen. Natürlich auch über jedes Kommentar, was ihr uns gibt. So, noch was zu sagen? Nö, nee, war's eigentlich. Flo hat alles gesagt. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Guten Rauch. Ciao.